Mehr sage ich jetzt nicht dazu. Der Diebeck schmeckt nicht, ne? Das war mir so klar. Mir ist immer so ein bisschen schlecht noch. Sie springt, ich glaube, sie springt. Das hat nicht geholfen, Leute. Das, was mich so aufregt, ist die Leute, die dann gucken und dann diese entsetzten Blicke so ein auf. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich sehe mal wieder bezaubernd aus. Mir war so kalt, deswegen habe ich mir meine Jeansjacke gehört. Guten Morgen, Papa. Guten Morgen, mein Schatz. Hey, Bro. Ja. Hast du gut geschlafen? Ja, geht. Schön. Komm. Guck mal hier. Guck mal. Guten Morgen. Ameisenüberfall in meiner Tasche. Guten Morgen. Ich weiß auch nicht, wo die herkommen. Scheiße, jetzt muss ich erstmal die ganze Tasche auswählen. Aidan. Morgens schon die zweite Buddel hier Oreo-Kekse. Wo denn? Was? Werbung. Ja. Werbung? Was du für Oreo? Also das gibt's doch gar nicht. Sind guten Schokobillier. Ja. Tada! Kann dich nicht vergessen. Ich liebe dich. Nee. Hamzat so ein bisschen gerade das Schreien, glaube ich, für sich entdeckt. Wir sind mal wieder im Urlaub seit 6 Uhr morgens wach. Es ist wieder herrlich. Ich weiß nicht, warum er ständig so früh aufsteht, ey. Ich weiß ja nicht, wie das in eurer Schwangerschaft war, aber in meiner ersten Schwangerschaft, ich war dauermüde. Ich wollte nur schlafen. Und jetzt kannst du halt nicht schlafen, ne? Und du bist trotzdem wieder dauermüde wegen der Schwangerschaft. Na, das war wohl nix. Ah, ich habe mir Schuhwäsche aufgehängt. Ich hoffe, das trocknet. Wir sind jetzt auf den Bazar gefahren und wir wollen jetzt hier so ein bisschen frühstücken. Das sieht ein bisschen mager aus. Mama hat schon Kaffee vorbereitet und ich bin absolut kein Kaffeetrinker am Morgen. Ich sag Mama, ich kann nicht mehr, ich bin kaputt. Und sie so, was hast du denn schon gemacht? Ich sehe gar nichts. Hast du da Olivenöl drüber gegossen? Ja. Okay. Meine Mutter schiebt hier gerade Panik, weil ich ihr eine Feige in die Hand gegeben habe zum Essen. Dass er immer so große Stücke abbeißt. Hallo, das ist doch weich, Mensch. Und ich gebe ihm auch so ein Stück Brot in die Hand und sie sagt, spinnst du? Ja, warum? Er kann auch darauf rumkauen und das abbeißen. Siehst du, wie er das isst? Ich weiß gar nicht mehr so recht, wer mir das erzählt hat, aber einem Kindergarten, also die Erzieherin meinte, die türkischen Kinder sind die einzigen Kinder, die nicht selbstständig essen können, beziehungsweise die ständig gefüttert werden müssen. Und ja. So, Seda und Göktay chillen auf der Liege. Ja, du Armer. Er versteht ja immer nicht, was wir reden, ne? So, Fulia, ab im Pool. Nein. Ja, soll er doch damit spielen. Ab im Pool. Dein Kind kommt zuerst. Ja. Ey, der ist bitte in Schatten, nicht in die Sonne, mein Schatz. Also, mehr sage ich jetzt nicht dazu. Brauchst auch nicht. Ja. Willst du jetzt hier Gillette machen? Ja, klar. Fleisch machen, nicht Gillette machen. Ja. So, der Diebeck schmeckt nicht, ne? Das war mir so klar. Musst du deine Schwester Ebro fragen, mein Schatz? Ja, hättest du mir mal welchen besorgen müssen? Nee, du wolltest ja gar keinen. Wer hat das gesagt? Mama, nee, ich hab du immer die. Mama, nee, rede. Mama, nee, rede. Geh, trink mal Wasser. Ich bin ein Opa. Weißt du, was ich euch gekauft habe? Okay. Ja. Nuggets. Bäh. Was machst du jetzt hier wieder? Ja, wozu? Wir wollten noch essen gehen. Achso, damit du dich morgen ausruhen kannst. Ja, das ist eben, wie ich schon letztes Mal sagte, wenn man sich eine Ferienwohnung nimmt, dann ist das einfach kein Urlaub. Also so empfinde ich das. Wäsche waschen, Essen kochen, Kinder kümmern, sowieso aber. Ne? So. Ich glaube auch, die Wäsche ist fertig. Yes. Ups, dann machen wir die auch mal. Oh. Dann werde ich die auch nochmal aufhängen.
Wer spielt denn da mit meiner Schminke? Lippenstift. Gestern habe ich es leider nicht mehr geschafft zu filmen, beziehungsweise. Das war eine Katastrophe. Wir haben eine Bootstour gemacht und als das Boot, das war nur für 12 Leute, also es war jetzt nicht so ein Riesenboot. Und es hat gewackelt und es hat gewackelt. Und als ich schon auf dem Boot das Boot betreten habe, dachte ich, ich habe es einige Stunden ausgehalten und mit übergeben. Aber bisher ging das so schlecht, dass wir die Tour abbrechen mussten und zurückgefahren sind. Ich dachte, sie kippt um. Das war ganz schlimm und ich habe mir es auch ein bisschen zugetraut, aber ich habe mir zu viel zugetraut, weil ich muss auch noch bedenken, ich bin schwanger. Und ich vergesse das manchmal. Jetzt die Nacht, eine Nacht später, als ich merke am Morgen immer noch so ein bisschen, dass mir flau ist. Ja, ich hoffe, dass der Tag heute ein bisschen besser ist als gestern und ich nehme euch heute mit. Ja, und ich würde sagen, solange sich jetzt alle, beziehungsweise solange alle noch schlafen, mache ich mich jetzt hier eine Runde fertig mit meinem tollen neuen Kosmetikspiegel, den ich euch dann am Wochenende zeigen werde, unter anderem, und ein paar neue Sachen hier. Dann warten wir mal, dass alle anderen jetzt wach werden. Und ich lecke hier nochmal schnell meine Nägel über mit diesem Instant. Sally Hansen Instant. Dingsdabumster. Gibt für mich nichts Schlimmeres als ungepflegte Nägel. So, wir sind jetzt hier an einem Ort zum Frühstücken. Papa hat es sich hier schon gemütlich gemacht und ich werde mich jetzt auch hinpflanzen. Nummer 1, original türkische Frühstück. Ja, bin ich alles mitgemacht habe. Ja, bin ich gespannt jetzt. Kann ich den ganzen Tag meine Urlaub verbringen, was Schöneres gibt es, Leute. Du kannst hier alles essen, gleich kriegst du Frühstück. Aidan, du kannst den ganzen Tag noch spielen. Ja, kannst du gerne bei den Tanzen zu Hause bleiben. Da fliegen Mama und Nico in die Karibik. Kannst du gerne mit mir bleiben. In M. Thorn. Wir nehmen Alice mit. Ja, oder so. Oder Santa Claus. Ja. Aidan beschwert sich sogar, dass es in der Karibik scheiße ist. Mir ist immer so ein bisschen schlecht noch. Ich weiß jetzt nicht, ob es noch an der Boottour liegt oder ob es jetzt an der Schwangerschaft liegt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich derbe Kopfschmerzen. derbe. Lass dir Dusch. Hier kann man auch selbstgemachte Kopftücher kaufen, die hier oben hängen. So, das ist jetzt unser Frühstück. Das ist alles selbst gemacht. Also Käse, Marmelade, Honig und alles, was ihr hier seht. Und hier selbstgepresste Granatapfelsirup-Saft. Eier. So, wir sind jetzt auf dem Weg Richtung Suck the Kent. Das ist irgendwie. Wortwörtlich übersetzt heißt es Sackle. Versteckte Stadt. Wasserfall sind da. Versteckte Stadt. Versteckter Wasserfall. Na, wo ist denn die Stadt? Und guck mal, das ist hier alles zwischen den Bergen und so. Und Pitti ist auch zwischen den Bergen, Leute. Das ist schon heftig, der Anblick. Deswegen wollte ich das nochmal für euch festhalten. Und jetzt schauen wir gleich mal, was es da so gibt in der versteckten Stadt. So, das ist die versteckte Stadt oder wahrscheinlich ein bisschen weiter hier. Auf jeden Fall kommt das Bergwasser wahrscheinlich von dem Wasserfall, was wir hier jetzt gerade nicht sehen. Und die Menschen machen hier gerade so eine Rafting-Tour oder so. Und das Wasser ist arschkalt. Es ist so arschkalt, man hält es nicht länger als 10 Sekunden aus in diesem kalten Wasser. Verrückt, die sind einfach reingesprungen in dieses eiskalte Wasser. Ey, Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie kalt das ist. Jetzt will das Mädchen da rein, oh mein Gott. Also wenn die da jetzt reinspringt, ne, Hella, wirklich, ey. Boah, krass. So, jetzt sind wir wieder zurück und dreimal dürft ihr raten, wo wir sind. Wieder beim Frühstück. Wieder da, wo wir gefrühstückt haben, weil wir haben hier wieder Hunger gekriegt und Papa meinte, dann lass uns doch hier wieder essen. Ja. Sami ist ja schon in Istanbul und morgen werde ich dann auch mit Hamza hinfliegen. Weil ich schaffe es nicht, diese 9 Stunden morgen Autofahrt. Morgen ist ja auch in Yemen, bei Yemen. Nee, morgen früh dann schon. Morgen früh? Ja. Papa, bringst du sie zum Flughafen? Ich bringe sie zum Flughafen, dann ist sie 1 Stunde da und ich muss 8 Stunden fahren. Morgen. Ja, die sind nämlich mit dem Auto aus Deutschland gekommen. Ja, schmier deinen Mund nochmal an Mamas T-Shirt ab. Was?
Gut. Ja, mit der Jan und da jetzt. Auf Wiedersehen. Guten Appetit. So, wir beiden Hübschen waren gerade im Pool. Nee, morgen geht's nämlich wieder ab nach Hause, morgen früh. Ja, ich bringe, meine Güte. Hier. Bitte. So, ich habe jetzt meine Sachen zusammengepackt. Das ist jetzt toll. Ich habe keinen Koffer und ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das alles morgen im Flugzeug... Ich wollte eigentlich gar kein Gepäck aufgeben, aber das wird wohl nichts. So, ihr Hübschen, ich habe mich jetzt fertig gemacht. So ein ganz leichtes... Sieht man nicht, die Sonne scheint genau in mein Face. Wartet. Naja, egal. So, jetzt mache ich noch eine Ladungsmaschine an. Und morgen früh geht's dann ab nach Hus. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Ich war schweißgebadet eben gerade. Jetzt habe ich auch noch so einen fetten Pickel hier auf die Stirn gekriegt. Hamza hatte eben gerade so einen schönen Nervenzusammenbruch. Aber einen vom Feinsten. Ich konnte ihn mit nichts beruhigen. Ich glaube, der hat 30 Minuten am Spieß nur geschrien. Ich konnte nichts. Es hat nichts geholfen. Kein Essen, kein Trinken, kein auf den Arm genommen. Kein Hin- und Hergeschobe, kein Spielzeug. Nichts. Wer hat geholfen? Jörg Dahl am Ende. Aber das, was mich so aufregt, ist die Leute, die dann gucken und dann diese entsetzten Blicke so ein auf, du hast versagt als Mutter. Also diese Blicke kennt ihr wahrscheinlich, ne? Ey, ich wollte ausflippen. Was macht man in dieser Situation? Am liebsten hätte ich zu der dummen Kuh gesagt, was guckst du so? Oder pass mal auf, wenn du mal ein Kind kriegst. Weil in diese Situation kommt man einmal im Leben auf jeden Fall. Jetzt schläft er und trinken wir hier unseren Chai noch. Ich konnte meinen Peter nicht mehr essen. Mein ganzer Appetit ist vergangen. Ja, auf jeden Fall geht's jetzt nach Hause. Wir sind hier in dieser Shoppingmeile. So einer kleinen Shoppingmeile zeige ich euch. Es geht hier noch ums Eck und so weiter. Hab ein bisschen eingekauft. Und ich habe hier gerade beim Essen gesehen, dieses Kissen. Da seht ihr das, dieses Türkise. Das ist so schön. Ich frage jetzt gleich mal nach dem Preis. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich es transportieren soll. Sogar das hat nicht geholfen. Das hat nicht geholfen, Leute. So, ihr Lieben. Wir sind jetzt hier am Flughafen. Wir fliegen jetzt eine Stunde nach Istanbul. Und dann holt uns Sami ab. Und Mama hat hier schon wirklich Stress gemacht, dass wir zu spät kommen. Warum ist das alle gering? Hamza. Hamza ist gerade in so einer Phase, wo er alles erkundet und ein bisschen still sitzt. Wir sind jetzt bei meiner Oma angekommen und wollen hier kurz Mama ablassen. Und dann geht es gleich weiter nach Hause. Ich habe hier ein Bild gefunden. Guck mal, wie gruselig das ist. Wartet. Bunias. Ja, wie alt ist das Bild? Das ist ganz alt. Ja, wie alt? 1800. 1800, hatten die da schon Fotoapparat? Ja, 1800 nee. Noch. Ich nicht. Guck mal, wie gruselig. Das Foto gemacht ist. Oh, nee. Das sind wir. Ich links, Julia, Mama, Papa, Seda ist hier hinterm Foto. Wartet mal. Zack, Seda. Ganz schlimmes Familienfoto. Mama jetzt? Gut, ihr Foto kennt ihr ja wahrscheinlich. Mama damals. Ich finde, ich sehe aus wie mein Vater, aber viele sagen, ich sehe aus wie Mama. Finde ich gar nicht. 1:1 Papa. Ja, dann würde ich jetzt mal sagen, geht's gleich ab nach Hause.